Mein Name ist Gordon Safari. Ich bin Dirigent und künstlerischer Leiter des Ensemble Bachwerk Vokal und lebe seit 2015 hier in Salzburg. Dieses Projekt ist mir deshalb besonders wichtig, weil ich seit meiner Kindheit und Jugend einfach eine sehr intensive Beziehung zu Bach und seiner Musik habe und mich dieser Komponist einfach durchweg, egal womit ich mich auch sonst beschäftigt habe, immer wieder anzieht. Und dieses Repertoire spielen zu können, war immer auch ein Traum. Und ich habe einfach hier in Salzburg gespürt, ich könnte hier beginnen, diesen Traum zu leben. Und insofern kann ich sagen, Bachwerk Vokal ist ein gelebter Traum. Ja. Also mich fasziniert an Bach zum einen dieser hohe intellektuelle Gehalt seiner Musik und zum anderen auch diese wahnsinnige Emotionalität. Das ist schwer zu beschreiben und ich kann sehr schwer nur jetzt Stücke vergleichen, weil dieser Komponist ist so vielschichtig und man taucht selber, jeder von uns hier im Ensemble, immer weiter ein, lernt noch mehr kennen und beobachtet, wie unglaublich virtuos und fein und sensibel dieser Mann komponiert hat. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, über unser Tun zu berühren und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wieder an ihre Emotionen heranzubringen. Sie mit Gefühlen, die sie in sich tragen, zu konfrontieren auf eine Art und Weise, die nicht brutal ist, sondern die öffnend ist. Und das finde ich, ist unsere Hauptaufgabe. Entsetze dich, mein Herze nicht, entsetze dich, mein Herze nicht, entsetze dich, mein Herze nicht. Ja, das ist spürbar. Auf mich springt manchmal ein Funke über. Ich bin auch schon mal fast zusammengebrochen im Konzert, weil es mich emotional so gepackt hat. Ich kannte das gar nicht von mir. Ich dachte immer, man behält als Dirigent immer so eine gewisse Distanz zu dem Geschehen und viele KollegInnen im Dirigentenberuf sagen das auch, dass das unabdingbar sei. Ich habe es in zwei Konzerten mit meinem Ensemble nicht geschafft, weil mich das selber so an den Rand gebracht hat. Und ich muss sagen, ich habe es gern zugelassen. Also ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht, dass ich im Konzert geweint habe. Ja.